Willkommen zu Skyline TV Live aus Ravensburg. Doch begonnen wird diesmal im nahegelegenen Ort Weingarten. Die coolen Kids der Stadt möchten auch mal vor die Kamera. Und außerdem findet morgen der Blutritt statt. Die größte Reiterprozession der Welt. Der Ort brummt. Hey, na, wollt ihr ins Fernsehen? Ja. Dann lass mal loslegen. Gesagt, getan. Die Jugend von heute zeigt Adam erstmal, was man auf den Brettern, die die Welt bedeuten, drauf haben muss. Jetzt kommt der Olli, Alter. Ja, mach mal ein Ding, Olli. Mach mal ein. Von mir klappen die Sachen auch. Ja, sauber. Sehr gut. Kein Risiko scheuend versucht auch Adam, sich an einem kleinen Kunststück. Wenn das mal gut geht. Das Ding rollt weg, was soll ich da machen? Ich kann gar kein Olli machen, weil das Ding wegrollt. Das ist bergab, ich renn. Da Adams artistische Künste keinen Eindruck bei der Jugendgang hinterlassen haben, versucht er die Gruppe auf andere Weise zu beeindrucken. Freundlicherweise hatte Zuschauer Chris Adams Arsenal an Sprengwerk aufgestockt. Dies wird natürlich sofort an die Anwesenden ausgegeben. Es ist schließlich immer eine gute Idee, Kindern Waffen zu geben. Lass doch einfach die Holikanone aufmachen. Komm, wir sind über 100 Zuschauer, was soll's? Oh, Digga, das sieht aus wie so eine Bombe, Alter. Probiert's mal nacheinander am besten. Hey, warte. Oh. Ja, wo ist das Pulver? Das ist weg. Da ist kein Pulver. Hä? Da muss irgendwas rein. Wo ist dieses schwarze Teil? Ach, das Ding, oder was? Ja. Hä? Ich dachte, das wäre Müll. Scheiße, lieber Chris, bist du online? Hilf uns. Auch bei dieser Aktion grandios gescheitert, bleibt Adam nur noch eine Möglichkeit, bei der Jugend zu landen. Coole Sprüche und Werbung, das zieht immer. Können Sie meinen Insta verlinken unten im Video? Ich heiße Edonis Nulix. Edo ist unterwegs. Bist auch unterwegs? Unterstrich Johann, unterstrich, so ist mein Name. Ich könnte mich vielleicht verlinken. Was soll ich jetzt verlinken? Wem soll ich? Edonis 0x. Edonis 0x. Chill doch mal die Base erstmal. Adam trifft danach auf einen pensionierten Polizisten und verwickelt diesen sogleich in ein interessantes Gespräch. Haben Sie das Gefühl, dass es jetzt schlimmer ist, so wie viele dann auch immer? Das hat sich verändert, aber das ist, glaube ich, immer so, dass man im Alter rückblickend sagt, immer es war schöner vorher. Das ist, würden Sie bestimmt auch sagen, wenn Sie älter sind, sagen Sie rückblickend, ah, früher war es viel schöner. Das stimmt, dieses früher ist alles besser, finde ich auch immer sehr subjektiv, weil das häufig einfach auch emotional. Das Arbeitsaufkommen und so wird schon anders. Das Verhältnis Bürger-Polizei hat sich verändert. Man ist aggressiver geworden und das war früher nicht so. Man hat ein viel besseres Verhältnis gehabt zum Bürger. Dann ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass man die Posten aufgelöst hat, dass man dann zentralisiert hat mehr oder so. Und das Verhältnis Bürger-Polizei war früher besser, weil man ja auch Ansprechpartner hatte im kleinsten Dorf. Darf ich Ihnen so ein, zwei typische Fragen stellen, die Sie wahrscheinlich schon tausendmal gehört haben? Zum Beispiel, welchen Dienstgrad Sie haben? Hauptkommissar. Und haben Sie schon mal einen Schuss abgefeuert? Nein. Okay, das ist aber auch eine gute Bilanz, oder? Außer natürlich Übungs. Ja. Aber ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Ja. Ich war manchmal davor, kurz davor oder so, aber ich bin froh und glücklich. Ja. Kann man so eine Situation vorher überhaupt erkennen? Also auch wenn Sie von Kollegen dann gehört haben, da war sowas dann irgendwie nötig, erkennt man das? Oder sind das dann Leute, die dann auch so impulsiv handeln, dass man es gar nicht einschätzen kann? Ich muss sagen, Situation kann man schon damit rechnen, bei bestimmten Situationen. Es kommt ja immer auf den Gegenüber an. Wie verhält er sich? Ist er sehr aggressiv? Ja. Und dann, was hat er in der Hand oder wie auch immer? Und es gibt Situationen, wo der plötzlich auf sich zuläuft und zustimmt. Und was machen sie dann? Und so, heute wird die Polizei ja immer wie soll ich sagen, jedes bisschen wird aufgenommen, alles wird über dokumentiert, von jedem mit Handy oder irgendwas. Mhm. Und wenn sie dann irgendwie mal was Falsches machen, dann wird dann immer darüber diskutiert und auch YouTube reingestellt und dann kommen diese... Und aus dem Zusammenhang gerissen? Ja, teilweise. Man kann die Welt nicht verändern. Sagen wir so, das war mein Wunschberuf. Ja. Wenn sie dann hingehen, kriegen sie ein anderes Bild. Sie kriegen ein vollständig anderes Bild. Das Leben ist anders. Und sie dürfen bloß eins nicht machen und versuchen, ihr Leben darauf aufzurichten, dass sie die Welt verbessern wollen. Aber im Grunde haben sie ja
eigentlich jeden Tag Leuten auch ein gewisses Sicherheitsgefühl gegeben und durch kleine Taten ein bisschen was verändert, finde ich. Also, so könnte man sagen. Ja, also man könnte sich dann sagen, ja, super. Ja. Also, aber da gibt es andere Dinge und andere Menschen, die viel mehr machen. Rote Kreuz, die Einsatzgruppe von Rote Kreuz oder Feuerwehr oder so, die sind alle, also mein Beruf. Ja, aber Sie sind Polizist gewesen. Also es ist schon ein gefährlicher Beruf, bei dem man dann auch viel, dann, ja, wo Sie viel getan haben. Jetzt kommen Sie aber jetzt mal hoch, bitte, auf einen hohen Ross. Wenn der Dachdecker hochgeht, ist es genauso gefährlich. Jeder Beruf hat eine gewisse Form. Seiner Berufung folgend lässt Adam den Schutzmann hinter sich, um die Guides Cynthia und Sophia in Ravensburg zu treffen. Auf dem Weg zum Bus nach Ravensburg bietet sich noch die Gelegenheit, ein Geschenk zu organisieren. Der Chat ist natürlich mal wieder eher kindisch veranlagt. Wenn ihr wollt, dann können wir uns noch ein Herz kaufen. Der Chat sagt, ich soll ein Herz für Cynthia kaufen. Wenn ich sowas schenke, dann soll das, was da drauf... Hier zum Beispiel auch sowas halt nicht, ne? Bück dich, finde ich zum Beispiel, ist eine ganz unglückliche Aufschrift. Ich bin eigentlich blond. Ja, das ist doch mal cool, oder, lieber Chat? Sagt mal, was ihr davon hält. Die meisten sagen, bück dich, ja. Nee, okay, dann würde ich gerne... Wo waren das jetzt? Dieses hier, ich bin eigentlich blond, würde ich gern kaufen. Weiter geht es Richtung Bus. Doch wo und wann fährt dieser überhaupt? Hey, Jungs, Charlottenplatz zu Fuß, ist es innerhalb von 3 Minuten machbar? Ja, okay. Einfach nur rechts gehen. Super, danke schön. Ich komme nicht von hier, ich bin ein Idiot. Entschuldigung, Charlottenplatz? Ist das hier die richtige Richtung? Charlottenplatz, ja. Einfach geradeaus gehen. Charlottenplatz, ja. Gerade und dann rechts, also ohne 100%ige Garantie. Aber 90%. Ja. Okay, danke, tschüss. 95, ja, das ist gut, das reicht mir doch völlig. 99, super. Das wird immer höher bei ihr. Aber innerhalb von 3 Minuten? Ich sehe es ja noch nicht mal. Ich muss durch, wir sind vom Fernsehen. Wo? Oder sind 3 Polizisten? Mit dem Kontrabass. Komm, ich würde sagen, scheiß auf das Bild, lass uns rennen. Wo? Da, cool. Hier ist aber auch eine 2038. Wir sind wir falschen Bude. Nicht schon wieder. So machen wir uns denn den Stress. Hier fährt kein Bus. An der Busstation angekommen, führt Adam ein weiteres Gespräch unter besonderen akustischen Bedingungen. Man muss deutlich sprechen und ich muss Sie anschauen und dann verstehe ich eure Worte. Ich verstehe, weil Sie dann ein bisschen auch auf die Lippen achten? Ja. Ah, cool. Okay. Dann muss ich darauf achten. Ich bin nämlich jemand, der sehr wenig mit dem Mund redet. Also bei mir sieht man das sehr wenig. Da muss ich mich etwas bemühen. Ich habe früher immer versucht, Bauch zu reden. Aufgrund der kolossalen Fehleinschätzung der Busfahrplanverhältnisse vor Ort ist Adam gezwungen, ein Taxi zu nehmen, um rechtzeitig bei den Guides anzukommen. So. Doch wo sind die eigentlich? Wo ist dieser Laden? Der Typ sollte mich doch vor dem Laden abladen. Ach so. Hi! Na? Hey. Hallo. Grüße dich. Ja. Ja, ein bisschen, Hallo. Bisschen Chaos. Hi. Ich habe schon gehört. Ja, woher weißt du sowas? Von ihr? Ich dachte jetzt im Internet. Ich habe vorhin kurz geschaut. Ah, cool. In den Stream reingeschaut. Ja. Ja, du warst also um 18 Uhr und habe da nichts gesehen. Also ihr wisst ja, wie der Chat so funktioniert. Und die haben halt mich gebeten, dass ich halt nicht diese Taxiquittung, sondern dieses Herz für euch kaufe. Also ich habe geguckt nach dem neutralsten Spruch. Die wollten natürlich alle irgendwelche perversen Sprüche. Aber ich habe dann sowas genommen, ich bin eigentlich blond, weil damit kann keiner was anfangen. Nach ein wenig Smalltalk macht sich unsere Gruppe auf, die Pfalzburg zu besuchen und die dortige Aussicht zu genießen. Ach cool. Hat sich's gelohnt, Adam? Ja, das hat sich gelohnt. Was ist das wunderschöne Ravensburg? Nach dem Genuss für die Augen wird der Erfrischungsgenuss bestellt. Ich hätte gerne Maracuja-Saft, einen großen, mit Schuss. Mit Schuss? Ja. Also geht das irgendwie? Kann man da irgendwas reinschießen? Wodka zum Beispiel. Ja, genau. Wodka klingt super. Während Adam auf sein Getränk wartet, gilt es, eine äußerst wichtige Frage aus dem Chat zu klären. Kocht Cynthia gerne und wenn ja, auch was mit Süßkartoffeln. Die haben es immer mit Süßkartoffeln, schon seit irgendwie 10 Folgen oder so. Okay, ich koche es sehr, sehr gerne und auch ab und zu ein Curry mit Süßkartoffeln, ja. Ein Curry? Ja, das Gericht Curry mit Süßkartoffeln. Adam, alles gut? Ich muss mal überlegen, weil, also was jetzt, eine Currywurst? Oder? Nein, ein Curry ist doch erstmal ein Gewürz, du kannst doch nicht sagen, ein Curry. Ein Thai-Curry mit Süßkartoffeln. Aber was für ein Teil, was ist das? Flüssig oder? Ein Gericht, bestehend aus ein beliebiges. Ja, ein thailändisches Gericht vermutlich, ja. Es kommt aus Thailand, Thai-Curry. Ja,
Ach so. Genau. Die Frage Indisch war ja, was so. Ich damit koche, oder? Ja, ja, genau. Also ja. Vieles mit Curry. Jetzt verstehe ich. Nachdem Adam in Sachen Curry Erleuchtung erlangt hat, wird es Zeit für sein Getränk. Er kann es kaum erwarten. So, dürfen wir jetzt? Okay, ja, stimmt, war ja mit Schuss, würde ich meinen. Schmeckt's gut? Ja. Die Zeit vergeht. Man spricht angeregt über dies und jenes, genießt die Aussicht und Adams Glas leert sich langsam. Das liebe ich aber auch. Ich feiere das jedes Mal, vor allen Dingen, wenn wir mitten im Dialog sind. Und ich habe für mich das Gefühl, dass dieser Dialog abgeschlossen ist, aber das Gegenüber ja meistens nicht. Also das Gegenüber will vielleicht sogar noch was sagen oder so. Ist ja selbst gemerkt. Und dann aber kommt das nächste geschossen und ich mag diesen Moment so. Weil dann fühle ich mich so männlich, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe die Macht. Ja, weil ich halt dirigiere, weil ich anführe, weißt du? Ja, das hat doch was zum Dominanz, oder nicht? Also. Ja, was ist denn? Ja, okay. Wenn man ein bisschen Wort führt. Mhm, ja. Macht, ja. Jede Form von Macht ist männlich, absolut. Nee, so habe ich es nicht gemeint. Nein, kurz um richtig zu stellen. Wenn jetzt Frauen zum Beispiel auch führen, dann finde ich das halt weiblich, weil sie dominieren. Ja, also ich meine es eigentlich anders. Ja, okay, man könnte es ein bisschen macho-mäßig werten. Steht dir gut? Ja. Die Farbe ist ganz gut. Ich weiß dann immer nicht, wie weit ich sie hoch oder runter schieben soll, aber ich will jetzt deine Mütze nicht so herumschieben. Nee, das ist egal, aber ich würde sie eh anders aufsetzen. Ich wusste da nicht, wo irgendwie ein Strich ist oder so, wo man sie andocken kann. Jetzt sieht er aus wie ein Zwerg. Ja, weil die Ohren ich außen sind, ne? Würde sie so. Ich glaube, du machst Witze. Genau. Nee, sieht super aus. Aber mach mir nicht so einen russischen Dimitri-Pony, ja? Ich werde das gleich alles korrigieren wieder. Also nicht, dass ich dann wieder irgendwo in den Aufnahmen dann sehe, dass ich da minutenlang mit irgendeinem komischen Pony rumgerannt bin. Also so würde ich es echt schön finden. Nach einer Weile bricht unsere Gruppe wieder Richtung Innenstadt auf. Natürlich nicht, ohne noch einmal die schöne Aussicht zu bewundern. Boah, aber das finde ich schon richtig cool. Das haben wir von oben, weiß ich gar nicht, ob wir es von oben so gesehen haben, wie diese Burg, die wird jetzt angestrahlt durch das Licht. Ja, schön. Macht ja. Sich richtig gut. Doch der Chat hat andere Pläne. Was sagt das Smash? 5 Euro, wenn ich die Treppe runterpurzel? Oder was war das? Wenn ich runterfalle? Die komplette. Ach nee, gerade nicht, sorry. Das geht aus Sicherheitsgründen nicht. Ich darf aus versicherungstechnischen Gründen, sobald ich auch nur einen Schluck Alkohol getrunken habe, keine Stunts mehr machen. Liegt es am Alkohol, an der lauen Sommernacht oder schlicht an Adams Temperament? Was es auch sei, er geht in die Offensive. Willst du eine Blume haben? Ja. Ja, willst du? Willst du? Ja, wenn du ja sagst. Kann ich die Blume haben? Welche? Die hier? Ja, 5 Euro für die eine Blume hier. Komm, nimm sie mit. Ja, super. Vielen Dank. Ich empfehle euch weiter. Ohne Topf. Ohne Topf, okay. Ja, aber da habe ich ja eine Blumenerde am Hals. Ja, hast du, nee, die ist schön Ding drin. Ah, cool. Okay. Super, vielen Dank, lieber Walfisch-Team. Bitte schön. Kannst super. Du ein bisschen Werbung machen? Ja, Walfisch. Ich war schon oft bei euch. Das war immer sehr lecker. Sehr, sehr lecker hier für euch. Für Sophia, weil ich bald umziehen werde. Aber ich doch auch. Ja, aber du kannst sie wenigstens mitnehmen. Wo soll ich sie hin mitnehmen? Ja, ich hoffe, das hat dich jetzt nicht überrumpelt. Ja, muss ich mal schauen, ob ich da noch einen Platz für finde. Uns alleine, wenn ich fragen darf? Ja, in der WG. Ach, hätte ich das gewusst, hätte ich dir noch ein bisschen was Röteres geschenkt. So ein bisschen oder so Orchidee-mäßig oder so. Später am Abend wird noch ein Kernthema Skyline TVs besprochen. Reisen. Die vielgereiste Cynthia hat einiges zum Thema zu sagen. Ich bin halt auch eher so der spontane Typ, also wenn ich reisen möchte, dann nehme ich mir das irgendwie vor und dann buche ich dann halt auch gleich. Mhm. Also keine Ahnung. Machst du Blindbooking? Das habe ich glaube einmal gemacht, aber da habe ich eben noch nicht so viele große Städte gesehen und dann war es auch ganz spannend. Jetzt würde ich es nicht mehr machen, weil eben ganz viele Städte dabei sind, die ich schon gesehen habe. Ja. Also ja. Du weißt ja dieses Konzept von Blindbooking, oder? Genau, man hat ja manchmal auch eine Vorkategorisierung. Ja, da kann man sagen, Kultur, wo man, Party. Genau, und dann auch manchmal die Erdteile, wo man nicht hin möchte oder wo man hingehen kann. Ja, genau, und dann zahlt man eben 5 Euro, glaube ich, drauf, wenn man Brüssel oder so ausschließt. Ja, genau. Ja. Und also jetzt würde ich es nicht mehr machen, aber ich glaube, so als Reiseanfänger würde ich es jedem empfehlen, weil es einfach spannend ist. Man weiß eigentlich bis zu der richtigen Buchung nicht, wohin es geht. Und wenn man sich auch nicht entscheiden kann, finde ich es ganz gut. Da die Zeit drängt,
macht unsere Gruppe sich auf in Richtung Bahnhof. Der Chat interessiert sich allerdings noch für neumodisches Gedöns. Was der Chat noch wissen will, ist, ob ihr Snapchat, Instagram und was noch nutzt? Facebook. Twitter, ach so, das kenne ich auch noch, ja. Okay, also ich verwende nur Facebook und Instagram aktiv. Snapchat habe ich auch, mache ich manchmal auch ein bisschen, weil ich da halt so meine Freundinnen habe, denen ich gerne Snaps schicke, aber bin da jetzt nicht wirklich aktiv. Also richtig aktiv bin ich eigentlich hauptsächlich auf Instagram. Ja, ich auch. Ja. Instagram vor allem, ja. Facebook nicht mehr so. Ja, und Snapchat habe ich zwar, aber benutze ich es nicht. Es hat sich ausgefacebookt so langsam. Ja, so langsam. Es ist irgendwie nicht mehr so spannend. Vor allen Dingen auch, es wird immer unterstellt, dass da so Filterblasen am Werk sind und dass so ganz viele ganz komische Tweets dann kommen, auch politische und so weiter, aber ich habe immer nur diese ganzen fucking Katzenvideos und Facebook muss doch langsam herausbekommen, dass ich Katzen hasse. Nachdem Adam beschlossen hat, Facebook einen bösen Brief zu schreiben und unsere Gruppe am Bahnhof angekommen ist, ist es auch schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Uns hat es auch gefreut. Mein Name ist Johannes Lemmen und das war Skyline TV Live aus Ravensburg. Nächstes Mal geht es nach Hamburg, unter anderem in das Kiezmilieu. Sei live dabei, indem du diesen Kanal abonnierst. Und gute Nacht.